Ärzte haben uns gesagt, dass die Wunden, die Wendel davon getragen hat, unmöglich von einem Sturz herrühren können, wie uns die Verteidigung glauben machen möchte. Die Polizei hat uns gesagt, dass sie im Haus der Angeklagten einen Schraubstock gefunden hat. Medizinische Gutachter haben ausgesagt, dass Größe und Form der Klemmen dieses Schraubstocks exakt mit Größe und Form der Wunden am Kopf des Jungen übereinstimmen. Dieser Beweis ist eindeutig und nicht zu widerlegen.